Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, dass BSW bei vielen Wahlkampfsendungen nicht dabei sein wird und welche Schlussfolgerungen daraus zu ziehen sind. Jetzt im Folgenden erstmal ein Statement von Sarah Wagenknecht dazu, jetzt im Folgenden der Ausschnitt. Ja, am 8. Juni ist Europawahl und folgerichtig beginnen jetzt bei ARD und ZDF die Vorwahlsendungen. Das sind diese inspirierenden Diskussionen, wo normalerweise jede im Bundestag vertretene Partei einen Politiker entsendet und die diskutieren dann miteinander über Gott und die Welt. Und genau so eine Sendung kann man sich heute Abend zum Beispiel im ZDF ansehen. Ja, da sind sie alle eingeladen, 7 im Bundestag vertretene Parteien, von der Linken bis zur AfD. Kleiner Haken nur, es gibt mittlerweile im Bundestag 8 Parteien. Und das BSW wurde mal eben vergessen? Nee, nicht vergessen. Ganz bewusst nicht eingeladen. Denn auf Nachfrage haben die Sender erklärt, nein, also das Bündnis Sarah Wagenknecht wird auch in den folgenden Wahlsendungen nicht dabei sein. Ja, offenbar ist die Angst der etablierten Parteien vor uns mittlerweile so groß, dass ihnen selbst eine starke AfD immer noch lieber ist als ein weiteres Erstarken des Bündnisses Sarah Wagenknecht. Woran das wohl liegt? Vielleicht daran, dass sie ziemlich genau wissen, dass wir uns nicht durch Extremismus ins Abseits stellen und damit eine echte Chance haben, die Machtverhältnisse in diesem Land zu verändern. Und da will man mal eben alle Steine in den Weg legen, die man in den Weg legen kann. Ich bin mir sicher, dass die Wählerinnen und Wähler sich davon nicht verunsichern lassen. Aber trotzdem, es ist eine bodenlose Frechheit, uns einfach draußen zu lassen. Und wir werden das nicht hinnehmen. Und ich bitte euch alle, protestiert lautstark dagegen. Ob man Sarah Wagenknecht mag oder nicht, natürlich, BSW steht in den Umfragen vor den Linken. Beide sind im Bundestag. Es ist natürlich ungerecht, dass die Linke teilnehmen darf und BSW nicht. Und jetzt stellt sich die Frage, warum darf BSW nicht mitmachen? Sarah Wagenknecht hat doch alles erfüllt. Die AfD wurde von ihr dämonisiert. Sie ist nicht rechtsextrem. Oder nehmen wir mal dieses Argument, sie war doch nie flüchtlingskritisch. Das war doch immer der Vorwurf an die AfD. Die AfD ist rechtsextrem und anrüchig und ausländerfeindlich und menschenfeindlich. Und das hat ja Sarah Wagenknecht auch immer behauptet. Und ja, deswegen ist sie ja logisch. Also Sarah Wagenknecht hat das auch nahegelegt, dass es deswegen logisch ist, dass die AfD verächtlich gemacht wird. Also sie hat es ja auch selbst gemacht. Sie hat die AfD beleidigt, hat sie als nicht seriöse Partei bezeichnet. Und sie ist ein ernsthaftes Angebot und die AfD ist es nicht. Und die AfD hat Probleme mit Rechtsextremismus. Das hat sie selbst gesagt. Und sie hat damit das Verhalten der Medien legitimiert. Und jahrelang wurde sie eingeladen und hat das und zwar nicht immer gesagt, aber wenn es darauf ankommt, dann hat sie das so gesagt. Und jetzt ist das eingetreten, was viele vermutet haben, was ich auch vermutet habe. Solange Wagenknecht bei den Linken ist, darf sie ins TV, weil sie bringt dann die Leute dazu, nicht AfD zu wählen. Mir stellt sich die Frage, warum wollen die Medien nicht, dass die Leute AfD wählen? Das kann auch den Medien egal sein. Sie haben noch einen Staatsauftrag. Und hier ist eben eindeutig zu erkennen, dass das Rechtsextremismus-Argument, dass es immer nur vorgeschoben war, sondern dass es immer um die Narrative ging. Und hier geht es darum, dass sich die AfD den Narrativen nicht gebeugt hat. Sei es Corona, sei es Euro früher oder sei es jetzt die Ukraine. Und jetzt sieht man, bei Wagenknecht ist es ganz genauso. Die Linke, sie ist angepasster, sie folgt mehr den Narrativen, sie darf mitmachen. Wohingegen Wagenknecht gegen Waffenlieferungen ist und sie auch Aufklärung betrieben hat, die ja nicht schlechter ist als das, was die AfD gemacht hat bezüglich der Ukraine. Sie hat also in den Talksendungen viel dazu gesagt, auch über amerikanische Interessen und hat da schon ein kritisches Licht drauf geworfen. Hat natürlich viele wichtige Dinge nicht gesagt. Hat auch immer Putin ein bisschen dämonisiert, also hat nicht diesen Gesichtspunkt gebracht, dass das Selbstbestimmungsrecht der Völker gilt und dass die Ukraine seit 2014 sich also Sachen erlaubt hat, die hier nicht berichtet wurden, also die systematisch nicht berichtet wurden, dass Zivilisten im Osten systematisch beschossen wurden, dass ein Sprachverbot geschehen ist, also für die ganzen russischsprachigen Leute, also russischsprachige Ukrainer oder auch Russen. Sie hat grundsätzlich auch das Narrativ bestärkt, dass der russische Angriff faktisch aus dem Nichts gekommen wäre, so dass sie vollkommen überrascht gewesen wäre. Wobei Scholz und alle, sie waren nicht überrascht, sie haben es hintertrieben, das Minsker Abkommen,
Also sie haben das Minsker Abkommen heimlich aufgekündigt, indem 2021 das Auswärtige Amt plötzlich verkündet hat, ja, die Bedingungen des Minsker Abkommens, sie seien für die Ukraine unerträglich, was ihnen viele Jahre zuvor nicht eingefallen ist. Und Merkel hat es jetzt zugegeben, die Ukraine wurde nur hochgerüstet. Und 2019 hat die ukrainische Regierung bereits festgeschrieben, dass sie die ganzen Gebiete zurückerobern will. Vor Ausbruch des Krieges 2022 wurde der Beschuss auf die Zivilisten in der Ostukraine massiv erhöht und Selenskyj hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz verkündet, sie atomar bewaffnen zu wollen. Und ganz wichtig ist hierbei, aus moralischer Sicht, weil das ist das, was die Leute überzeugt, ist das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Und hier wird so getan, die Ukraine ist ein homogenes Gebilde. Und das ist unabänderlich und sozusagen Russland hat jetzt die Ukraine angegriffen und das ist natürlich ein verbrecherischer Angriffskrieg, ist auf jeden Fall illegal. Tatsächlich aber gibt es das Kosovo-Urteil, worauf der Westen gedrungen hat, dass der Kosovo abgespalten wird. Weil ja angeblich die Kosovaren, obwohl es gar kein Referendum gab, sie wollten nicht mehr Teil Serbiens sein. Und hier hat der Westen drauf gepocht, der Kosovo, der muss sich abspalten. Jetzt hier bei der Ostukraine, so wie sich die ukrainische Regierung seit 2014 verhalten hat, ist vollkommen offensichtlich, die Leute, sie wollen nicht mehr Teil der Ukraine sein. Und das ergeben auch Umfragen. Es gab ja auch von 2014 ein Referendum. Und nach dem Selbstbestimmungsrecht der Völker und nach diesem Kosovo-Urteil steht dann diesen Leuten ein eigener Staat zu. Und wenn diesen Leuten ein eigener Staat zusteht, dann ist die Ukraine der Angreifer. Das heißt, dann hat 2022 oder schon viel früher überhaupt mit jedem Bruch des Minsker Abkommens, wenn irgendwie die Gebiete beschossen wurden, dann hat die Ukraine das eigene Land oder eigentlich nicht mehr das eigene Land zuerst angegriffen. Und dann steht es diesen Gebieten zu, wenn sie völkerrechtlich, wenn die Leute nicht mehr Teil der Ukraine sein wollen, dann stehen ihnen eigene Staaten zu und dann würde es ihnen zustehen, nach Hilfe zu rufen. Die Regierungen, die ja vom Westen nicht anerkannt wurden, haben Russland hat dann kurz vorher diese Regierungen anerkannt und dann haben diese Regierungen Russland zu Hilfe gerufen und dann ist Russland gekommen. Und das soll völkerrechtlich, das sollen erstmal Gerichte klären, ob es sich jetzt tatsächlich um einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg handelt. Ich kann das nicht beurteilen, ich bin kein Jurist, aber wir haben hier ein ganz klares, starkes Argument. Wie gesagt, mit dem Kosovo-Urteil, wo der Westen drauf pocht, dass der Kosovo unabhängig sein muss. Und es ist absolut folgerichtig und logisch, dass das diesen Staaten auch zusteht. Und das hat Sahra Wagenknecht nicht argumentiert, das trauen sich auch die AfD-Leute nicht zu argumentieren. Und aus meiner Sicht, Sahra Wagenknecht hat das gemacht, weil sie wollte ins Fernsehen. Und die AfD-Leute, sie haben auch Angst. Sie haben einfach Angst. Oder vielleicht, manche verstehen das nicht, haben diese Argumente noch nicht verstanden. Und es ist Angst und es zeigt sich jetzt hier, diese Angst zahlt sich nicht aus. Die Medien gehen immer so weit, wie sie gehen können. Im Grunde haben sie geblufft. Sie haben suggeriert, ja, wenn du jetzt das und das machst, dann bist du im Fernsehen und jetzt sieht Wagenknecht, tja, sie ist es nicht. Weil jetzt hat sie eine eigene Partei, sie ist gegen Waffenlieferungen. Und die Medien nehmen sich jetzt raus, sie weniger zu bringen. Weil Sahra Wagenknecht denkt, ja, sie ist die bessere AfD. Sie kann mit diesem Rechtsextremismus-Stigma nicht so leicht belegt werden. Und wahrscheinlich, das sehen die Medien auch. Sie sehen auch, okay, Wagenknecht lassen wir ihn gar nicht hochkommen. Wir können mit dem Rechtsextremismus, da können wir sie nicht madig machen den Leuten. Also laden wir sie nicht ein. Und genau das ist jetzt passiert. Und die AfDler, sie sind in einer Position, sie sind bei 20%, obwohl sie nicht eingeladen wurden. Sie müssen nicht die Medien in den Hintern kriechen. Die Medien sind darauf angewiesen, um ihre Glaubwürdigkeit zu behalten, die AfDler einzuladen. Das hat man jetzt ja auch bei Markus Lanz gesehen, wie Markus Lanz plötzlich versucht hat, jetzt auch die AfD-Wähler wieder zumindest ein bisschen ins Boot zu holen, indem auch gezeigt wird, ja hier ein AfD-Stand wird angegriffen. Und hier geht es nicht darum, das hat ein Kommentator geschrieben, dass deswegen die Demokratie funktioniert, sondern was Markus Lanz gemacht hat, was er früher nicht gemacht hat, ist, ins Bewusstsein der Leute zu holen, dass eine Antifa gibt und dass AfD-Stände angegriffen werden. Was zuvor in Öffentlich-Rechtlichen vermieden wurde. Also jedenfalls, ich habe das nie mitbekommen, dass sowas gesendet wurde. Und das macht Markus Lanz nicht aus Nächstenliebe, sondern das macht er allein aus strategischen Gründen. Um seine Narrative, um die Spaltung Eurasiens, woher die Öffentlich-Rechtlichen ihre Anweisungen, oder wie man das nennen will, bekommen. Wobei diese Anweisungen, die werden sehr wahrscheinlich nicht direkt ausgesprochen, sondern das geschieht indirekt. Durch Belohnung und Bestrafung verstehen die Leute, wie sie zu berichten haben. Und da müssen sie gar nicht bestochen werden, sondern es reicht ja allein, dass man seinen Job verliert. Oder dass man befördert wird, dass man Karriere macht oder dass man nicht Karriere macht. Das heißt, dann lernen die Leute, durch dieses Belohnungs- und Bestrafungssystem kann man natürlich dann Leute dazu bringen, so zu berichten, wie man das will. Und hier zeigt sich das Kernproblem.
man muss die Medien entblößen. Weil man sieht das jetzt bei der AfD, es kommen irgendwelche Skandale hoch. Die Medien hintenrum versuchen sie jetzt, die AfD klein zu kriegen. Und sie haben auch schon Erfolg. Und der Erfolg ist beträchtlich. Die AfD war bei, glaube ich, bei 23% war sie schon. Oder bei 22%, auch als BSW schon da war. Und jetzt sind sie bei 17, 18%. Das sind 5%. Und das sind genau die entscheidenden 5%. Weil es ist genau das über 20%, dann fängt es an, interessant zu werden. Und die Leute gewöhnen sich. Es ist jetzt vielleicht nicht mehr so die Ausnahmesituation. Es wird alles wieder normal. Der AfD wird madig gemacht und die Öffentlich-Rechtlichen, sie sind ja doch nicht so schlecht. Lanz ist ja plötzlich ganz nett und die CDU versucht sich um die Flüchtlingskrise zu kümmern und alle versuchen es irgendwie so zu kaschieren. Das Gas wird subventioniert und alles erscheint normal. Und jeder, der gegen die Narrative ist, jetzt, dass Eurasien gespalten werden muss, dass wir kein Gas aus Russland beziehen dürfen, dass überhaupt Russland feindlich gestimmt sind, dass wir am besten eigene Soldaten hinschicken, dass wir auf jeden Fall Waffen hinschicken, dass wir uns sozusagen selbst zerstören. Das nehmen die Leute alle hin und sehen es als unabänderlich an und die AfD verliert an Bedeutung. Und das kann man verhindern, indem man die Medien entblößt und die Leute von den Medien wegbringt. Das muss das Ziel sein. Man klärt auf und entblößt dadurch auch die Medien. Das heißt, in den öffentlich-rechtlichen Sendungen, man tritt nicht im Tonfall, sondern mit den Argumenten, mit der Aufklärung, indem man aufzeigt, was haben die Medien berichtet, was haben sie nicht berichtet. Damit tritt man die Medien gegen das Schienbein. Natürlich, dann wird Markus Lanz und die anderen werden versuchen, es zu unterbrechen, werden versuchen, das zu unterbinden. Aber das können sie nicht. Und wenn jeder AfD-Vertreter da mitzieht und nicht versucht, sich bei den Medien gut anzukommen, dass man wieder eingeladen wird, sondern dass wenn alle zusammenhalten und man die starken Argumente bringt, die den Medien wehtun und die Leute von den Medien wegbringen, wenn man das öffentlichkeitswirksam in den Öffentlich-Rechtlichen bringt, dann entblößt man die Medien. Dann bleiben den Öffentlich-Rechtlichen, bleibt nur noch übrig, die AfD nicht mehr einzuladen. Das können sie aber nicht, weil das fällt dann noch mehr auf. Die AfD wird überhaupt nur deswegen eingeladen, weil es zu sehr auffallen würde, sie nicht einzuladen. Und es geht ja darum, also Markus Lanz ladet die AfD ein, damit die Leute sich nicht für die AfD interessieren. Dass die Leute denken, okay, jetzt habe ich es verstanden, jetzt weiß ich, Lukassen, das sind die Argumente, jetzt muss ich mich nicht mehr interessieren. Das ist der Grund, weshalb die AfD eingeladen wird. Und das hat Erfolg. Die Leute denken, ja gut, ich bin informiert, jetzt muss ich nicht mehr nachgucken. Und wenn alle an einen Strang ziehen, die starken Argumente bringen und man, auch wenn man unterbrochen wird, man dabei bleibt und man sich nicht auf Nebenkriegsschauplätze bringen lässt, sondern man eigenständige Themen lenkt und bringt auf die empfindlichen Themen, die die Medien als Täuscher entblößen. Und das gilt jetzt vor allen Dingen für die Ukraine, dass man verhindert, die Entdämonisierung Russlands vorantreibt, die starken Argumente bringt mit Kosovo-Urteil, was in der Ukraine seit 2014 nicht berichtet wurde, das Minsker Abkommen, dass Merkel, Hollande, dass sie zugegeben haben, dass sie es hintertrieben haben, um die Ukraine zu bewaffnen und dass dieser Krieg eben nicht vom Himmel gefallen ist, sondern dass dieser Krieg systematisch vorbereitet und geplant war. Und dass man versucht hat, Russland dahin zu bringen, anzugreifen, dass man Russland die Schuld in die Schuhe geben kann, dass man einen eisernen Vorhang ziehen kann, und dass einfach Deutschland, Eurasien, Europa, Russland, dass alle geschwächt werden. Weil das die erklärte Geostrategie seit 100 Jahren der USA ist. Und auch, dass man den Leuten hier anhand der Medientäuschung, die zugunsten der Geostrategie, der erklärten Geostrategie der USA geht, oder nicht der USA, nicht den Leuten in den USA, sondern halt vielen wichtigen, mächtigen Leuten der USA, auch vor allen Dingen die Waffenindustrie, das klingt immer so links, die Waffenindustrie, denkt man, ja, bla, bla, bla. Ja, immer diese Linken mit der Waffenindustrie und das ist ja alles irgendwie Quatsch und das ist halt die Industrie und bla. Das ist der Trick, auf den ich auch reingefallen bin, dass man denkt, das ist ja alles dieses pazifistische Gerede und so weiter, Waffenindustrie. Aber allein dieser Zusammenhang, wenn man sich überlegt, jetzt im Zweiten Weltkrieg, was die Waffenindustrie an Geld verdient hat mit den Waffen. Und wenn das plötzlich weg ist, dann ist natürlich klar, die Waffenindustrie will immer Waffen verkaufen. Und wenn die auch schon viel Geld damit verdient haben, dann haben die natürlich auch versucht, ihren Einfluss geltend zu machen. Und dann werden Konflikte künstlich geschaffen. Und das ist das, was wir jetzt hier auch erleben. Und dann werden sozusagen jetzt in der Ukraine verschiedene Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die Waffenindustrie verdient Geld. Europa wird geschwächt, Russland wird geschwächt. Überhaupt der Kontinent, solange der Streit ist, wird geschwächt. Ist gut für die USA. Ist gute Geostrategie. Das wollen wir sozusagen umsetzen. Und wie auch immer, die USA das schaffen, aber es ist erkennbar, es ist beweisbar, dass die Medien hier systematisch täuschen, sie gleichförmig berichten. Und das beste Beispiel aus meiner Sicht ist,
Also ich habe es schon im letzten Video gebracht mit Mariupol, mit dieser Zivilistin, dass der Spiegel es um 180 Grad gedreht hat. Aber der Trick hierbei ist, das Problem ist nicht, dass der Spiegel falsch berichtet hat, sondern das Problem ist, dass die Medien es verschwiegen haben, dass der Spiegel, also was ja viel stärker ist als Relotius, wo Relotius ja Kinderkram ist, dass also ein Interview systematisch verdreht wird, das Gegenteil suggeriert wird, der Spiegel es runternimmt und niemand darüber berichtet. Weil es eben das empfindliche Ukraine-Narrativ betrifft. Und man sieht hier, alle großen Medien halten zusammen. Oder allein ein gutes Beispiel ist, da muss man auch gar nicht weiter anfangen zu diskutieren. Es sind ja am 11. September 2001 drei Türme eingestürzt. Die beiden BTC 1 und 2, die 400 Meter hoch waren und dann ein anderes Gebäude, das 186 Meter hoch war. 186 Meter, das ist ein riesiges Gebäude. Und warum wissen alle Leute, dass jetzt nur zwei Türme eingestürzt sind? Wenn man jeden fragt auf der Straße, alle wissen nur, dass zwei Türme eingestürzt sind und nicht drei. Und natürlich das Empfindliche ist, dass der dritte Turm auf eine Art und Weise eingestürzt ist, wo klar ist, dass er gesprengt wurde. Also der 186 Meter hohe Turm, der steht auf, glaube ich, auf 81 Stahlsäulen, der ist im freien Fall eingestürzt, auch anerkanntermaßen von den US-Behörden im freien Fall eingestürzt, die ersten Sekunden. Und es ist nur möglich, wenn alle Stahlsäulen auf einmal einbrechen. Und das geht mit dem Brand nicht. Also beim Brand geht es nicht, man muss sich ja vorstellen, ein Brand breitet sich punktuell aus. Da müsste das Gebäude auf der einen Seite anfangen zu einzustürzen, wenn überhaupt, weil es wurde noch nie beobachtet, dass ein Gebäude überhaupt so einstürzt. Es dürfte nicht im freien Fall einstürzen. Und zufällig, alle großen Medien berichten darüber nicht und niemand weiß es, dass es dieses Gebäude überhaupt gibt, das dort eingestürzt ist. Und das war ja auch schon vor 100 Jahren in den USA auch schon so mit Spanien, dieses Schiff. Ich bringe immer wieder dieses Beispiel. Da war diese angebliche spanische Mine. Das war 1899, da wurde Spanien der Krieg erklärt. Oder 1898. Jedenfalls hat dann die USA einen Krieg geführt gegen Spanien und haben die Kolonien denen abgenommen. Und erst später kam raus, das Schiff ist von innen explodiert. Aber alle Medien haben geschrien, die bösen Spanier, und da ging es durch den Kongress, dass Krieg gegen Spanien geführt wird. Und den Krieg führen natürlich nicht die Waffenindustrie, sondern den Krieg führen dann die einfachen Soldaten. Und welcher Soldat riskiert ganz sein Leben? Aber wenn jetzt hier erklärt wird, ja, die bösen Spanier und so weiter und so fort, dann ist dem einfachen Amerikaner vermittelbar, er muss jetzt in den Krieg gegen Spanien. Und das Geld verdienen natürlich nicht die Soldaten, die dann vielleicht sterben, sondern das Geld verdienen andere. Und natürlich, das war jetzt für die USA sehr erfolgreich. Die USA ist zufällig irgendwie immer größer geworden. Das ging ja schon los bei Texas, ging das früher los. Auch schon die Medien berichtet, dass die bösen Mexikaner und so weiter und so fort. Dann hat man also legitimiert den Krieg gegen Mexiko und hat sich immer mehr Gebiete geholt. Und das Ganze ging dann mit Spanien, mit den Kolonien, ging genauso weiter. Und dieses System hat in den USA gegriffen. Und dieses System haben sie jetzt anscheinend, da haben sie ja auch viel Übung drin, dieses System haben sie jetzt nach Europa geholt und haben auf irgendeine Weise anscheinend die Hand drauf, dass die Medien so berichten, wie sie das wollen. Oder auch jetzt, dass jetzt die ganzen Leute Putin dämonisieren, Russland dämonisieren. Und die ganzen Geschehnisse, wir erinnern uns, 180 Grad, wenn Höcke, es wird rauf und runter gebracht, die AfD ist rechtsextrem. Aber wenn jetzt die ukrainische Offizielle, die also wirklich sich nazihaft äußern, als menschenverachtend äußern, gegenüber den Russen in der Ostukraine, oder auch davon reden, dass die Krim entvölkert wird, das kann man nachrecherchieren, da gibt es also die unfassbarsten Zitate, in denen die Offizielle bringen in der Ukraine, die von den Medien einfach ausgeschwiegen werden. Genauso wie der Beschuss auf die Ostukraine, auf zivile Gebäude. Der permanente Beschuss oder das Azov-Bataillon, die in Mariupol die Leute als menschliche Schutzschilde gehalten haben. Also wo die Leute erschossen wurden vom Azov-Bataillon, wenn die aus den Gebäuden raus sind. Überhaupt, wie diese Azov-Bataillon, die hatten ja lauter Nazi-Symbole tätowiert, diese Soldaten. Also die tragen diese Ideologie offensichtlich vor sich her. Die Russen sind Orks und wir sind die Besseren. Wir sind die Übermenschen und das sind da so minderwertige Leute. Und haben diese ganze Nazi-Ideologie, tragen die offen vor sich her und der Westen schweigt es aus. Und das Schlimme ist, Wagenknecht und die AfD-Vertreter, sie könnten das in den Talkshows erklären. Sie könnten das erklären und sie machen es nicht. Und weil sie sich nicht trauen. Weil sie einfach zu feige sind oder denken, ja, wir müssen jetzt mit den Medien uns irgendwie gut stellen, damit wir wieder eingeladen werden. Oder das ist jetzt zu krass. Jetzt diese Medientäuschung jetzt zu zeigen, das ist jetzt zu krass, das können wir jetzt nicht bringen. Aber gleichzeitig machen die Medien, haben über Jahre lang die AfD fertig gemacht.
und gehen dann an die Existenz. Aus welchem Grund sagt man jetzt, ja, jetzt muss man uns irgendwie zurückhalten oder dürfen die und die Informationen nicht bringen? Also die wirklich die Informationen, die entscheidend sind, die wirklich wehtun. Und genau das Gleiche gilt für Wagenknecht auch. Und jetzt sieht man, jetzt kriegt Wagenknecht die Quittung. Hier ist jetzt der eindeutige Beleg. Es geht nur um die Narrative. Die BSW wird im Vergleich zu den Linken nicht eingeladen. Die Linke ist in Umfragen niedriger. Nur aus dem Grund, weil BSW die das Narrativ stärker angreift, dass Russland dämonisch ist und dass man keine Waffen nach Russland liefert. Nur das, das ist auch ganz klar erkennbar, dass nur diese Aufmüpfigkeit in Anführungszeichen von Wagenknecht, von der Wagenknecht-Partei der Grund ist, dass sie jetzt bei diesen Auftritten nicht dabei sein dürfen und die Linke schauen. Und auch früher, als die Linke NATO kritisch war, da wurden die Linken auch nicht gut behandelt. Natürlich nicht so schlecht wie die AfD, aber sie wurden auch nicht gut behandelt. Und jetzt, wo die Linke ja sozusagen eine Kriecherpartei geworden ist, da geht es ihnen schon besser. Und das wissen die Linken natürlich auch genau. Und das machen sie, deswegen machen sie es ja auch so. Sie versuchen, ihre Karriere zu retten und den Medien hintern zu kriechen. Das haben sie ja schon vorher versucht. Und ja, die Lektion ist immer die gleiche und leider, aus meiner Sicht, man hätte der Ukraine-Krise, wenn man das richtig genutzt hätte, hätte man die Medien entblößen können, da hätte man viel mehr erreichen können. Das ist wirklich schrecklich. Also gerade Anfang 2022, als das Narrativ noch nicht so festgeklopft war, da hätte man Aufklärung betreiben können und da hätte man, ja, also man hätte die Medien entblößen können mit der Ukraine, wie was da passiert ist seit 2014, mit Rechtsextremismus, was die Medien nicht berichtet haben. Da hätte man die Bigotterie, hätte die AfD perfekt aufzeigen können. Ich denke, das Video ist jetzt schon lang genug. Da könnte man natürlich immer noch weiterreden und da würde einem immer noch mehr Beispiele einfallen. Aber ich denke, es reicht jetzt erstmal. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.